Ja, moin und herzlich willkommen zur neuen Map angeschaut. Die Innenraum der MS Brasilien. Warum starten wir hier? Deswegen lest es euch durch. Es sind 16 Mods, die ihr euch zusätzlich noch runterladen müsst. Zu den ohnehin schon 721 MB, die die Karte braucht, um und bei 1250 Slots. Ihr könnt so ein bisschen was abreißen. Das Ganze von brasilianischen Karten. Vielfach Zero Euto. In dem Fall, ja, ihr seht es da oben oder da unten. Nee. Innenraum der MS Brasilien ist gemeint, ist natürlich das Landesinnere von Mato Grosso. Aber ja, sperrig übersetzt. Wie immer. Jo, wir starten mit Werbung. Nicht mehr lange hin, je nachdem wann ihr es guckt, um und bei 20 Tage. Genau, wir gucken mal direkt auf die Karte. Typisches brasilianische Farbgebung. Wir haben 45 Felder, 95 käufliche Grundstücke, da gehört aber auch jegliches Stadtgrundstück zum Beispiel dazu. Er schreibt, man kann alle Gebäude entfernen, also auch die in der Stadt, wenn man da eine Platte entfernt. Ja, ich vermute, ihr braucht eine Motorsäge dafür. Und dann eine Platte. Ich weiß nicht, ob das auch wieder übersetzt ist wie, keine Ahnung, Quatsch. Vielleicht ist es hier so eine Platte, so ein Mauerstück oder so. Vielleicht ist es hier... Das ist nur das Tor, was man verkauft. Keine Ahnung, ihr könnt diese Grundstücke wohl leeren. Vielleicht ist es auch hier das. Ja. Das ist es alles nicht. Na gut, halten wir uns. Ich gucke mal, ob man hier noch was antriggern kann. Vielleicht braucht ihr auch wirklich eine Motorsäge dafür. Keine Ahnung, wie man das entfernen soll. Ja, aber egal. Immerhin schon mal zwei Tore entfernt. genau. Ja, landschaftlich bin ich zwiegespalten, weil wir haben hier sowas. Das heißt, die Stadt, die Straße selber endet direkt ins Feld. Kann mal ganz interessant sein, sieht aber irgendwie merkwürdig aus. Wir haben eigenen Verkehr verbaut. Hier fahren diese Volkswagen-Meteor-Geschichten rum und alte Daimler und... Habe ich einen Bus gesehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber so ein paar von diesen ja, brasilianisch genutzten LKW wie hier. Alter Daimler. Oder hier steht auch irgendwo altes Scanias rum. Hier steht ein DAF rum. Da steht ein alter Scania rum. Die fahren hier auch durch die Gegend. Jo, ansonsten die Karte. Standardgröße. Was ist das hier laut? Entschuldigung. Einmal hier, zack. Jo, Standardgröße, seht ihr, hier oben ist der Hof, der eine Hof, mehr gibt es da auch nicht. Wir haben hier für die, die gerne baggern wollen, ein Steinbruch, eine Sandgrube, wie auch immer. Es wird davon abgeraten, irgendwas als Mod mit reinzunehmen, was Fill Types verändert, weil das sonst nicht mehr funktioniert. Es gibt zusätzlich Hirse und, wo wir hier schon sind, es gibt eine ganze Latte an neuen Produkten, die dann hauptsächlich sämtliche Sachen verarbeiten, plus Werkzeuge und sowas, um Sand und so weiter abzubauen. Wie genau, wo genau das produziert wird, verkaufen könnt ihr es teilweise auch nicht. Ja doch, das meiste schon. Also es gibt nochmal zusätzliche Industrie. Wie das häufig so ist, wenn es so viele Produkte gibt, leider ist die Karte dann meistens... Also man irgendwie ist das, konzentriert sich das entweder auf Produktion, dann ist da wahnsinnig viel zu tun, aber meistens leidet die Qualität der Karte drunter.
Ja, Stand jetzt würde ich sagen, ist das auch hier so. Ja, etwas rudimentären Hof. Wir haben ein großes Silo. Wir haben hier Wechselbrücken quasi für das Fahrzeug hier. Hier und da ist das kleine Farmhaus. Unterstand. Kuhstall. Brasilianischer Kuhstall. Platzierung der Bäume. Ja, kann man so machen. Feldränder und so. Es sieht halt so komisch aus, weil Straßentextur sieht eigentlich aus wie Feldtextur. Das ist ein relativ kleiner Unterschied. Deswegen sieht das alles irgendwie so ein bisschen eintönig aus. Also schwierig. Natürlich ist wahrscheinlich hier der Feldweg, wenn es denn so einer ist, wahrscheinlich auch einfach Erde, was dann auch wieder Feld ist. Also von dem her ist es schon quasi realistisch, wahrscheinlich, dass das eine ähnliche Farbgebung hat. Aber insgesamt, weiß ich nicht, dann fehlt da irgendwas, für mein Auge zumindest. Stromleitung, also es ist Deko da, zumindest in Teilen, in einigen Ecken. Hier ist Mapende. Hier ist nochmal, ja, auch wie so eine kleinere Farm, das ist hier oben, man das dafür nutzen kann. Dann haben wir hier oben das Sägewerk. Angrenzend hier weitere Holzverkaufsgeschichten und hier oben sind Kohlefabriken. Und hier, ja, Felder. Das ist alles quadratisch praktisch gut, oder das meiste zumindest, das Großteil, der Großteil. Aus, als wäre es geschimmelt, ne? Einfach diese braune Farbe mit gekalkt in dem Fall. Ich weiß nicht, hier fehlt. Hier haben wir so ein Beispiel hier. Straße. Es gibt keinen Feldrand. Straße, Feld. Wirkt merkwürdig zumindest hier. Bäume in Reih und Glied platziert. Also da hat sich heute meiner Meinung nach, ja, hier ist es wiederum schön dekoriert, da ist viel los. Es ist kein Gebäude, was standardmäßig ist auf der Karte. Das werden wir gleich gerade bei den Produktionen im Dorf finden. Da ist eine große Tankstelle, da ist auch ordentlich was los, da ist Betrieb, die fahren da auch drauf und tanken da. Da vorne ist eine Baustelle, also es ist Leben da und so weiter. Ich meine, irgendwo müssen die 1200 Slots ja auch herkommen. Wie gesagt, auch hier das kleine Dorf. Wobei auch da gab es auf seinen Karten schon mal mehr Deko. Das ist doch schon sehr einfach gehalten. Vielleicht auch Zeitdruck, ne? 3 Wochen noch quasi. Getreideverkauf. Was ist noch irgendwelche Geschichten. Hier ist dann ein Logistikzentrum, Verkaufsstelle. Heißt glaube ich auch so. Ja. Dann haben wir hier den Fahrzeughändler. Da steht noch ein, ja, stehen noch Fahrzeuge in der Werkstatt. Ein leicht umgeskinnter Schäfer. Warum steht denn da jetzt Lizard drauf und nicht Schäfer? Also ist der Schäfer, aber keine Ahnung. Wie auch nochmal sowas wie ein kleineres Logistikzentrum. Recycelbares Material, das ist das kleinere Supermarkt. Irgendwo klingelt da was. LKW hat einen laufenden Motor. Ja, das ist dann der Supermarkt. Recycelbares Material. Okay. Ja gut, die Müllecke. Aber es ist wie gesagt, hier haben wir die Schneiderei, daneben die Spinnerei. Und wenn man sich die jetzt so anguckt, das ist eben nicht von der Stange. Also das ist schon, was das angeht, finde ich es großes Kino, dass hier eben keine Standardgeschichte verbaut ist. Und hier der Ort, der wirkt auch, das wirkt lebendig. Hier haben wir auch wieder, ja, Baufirma oder sowas, wo wir dann in den Sand und sowas loswerden. Das dann hier in dem Fall,
Bekleidungsgeschäft nicht, aber hier Baustofflager, Bekleidungsgeschäft, Pizzeria, Holzarbeiten, Restaurant, Bäckerei. Und da könnt ihr auch reingehen. Also das ist schon Barbershop nebenan, Restaurant. Da müsste hier irgendwo die Pizzeria gewesen sein. Und hier, oh hier, Internetcafé. Das ist schon irgendwie cool. Also er hat sehr, sehr viele coole Ideen, aber das drumherum, finde ich, passt zumindest in diesem Fall nicht so wirklich. Hier ist nochmal Getreidesilo, riesig. Mit Zufahrt, mit Waage und Co. Aber gerade wenn man hier dann so rauskommt, ist das so ein bisschen, fällt das halt ein bisschen ab. Und darum geht es ja nun mal im LS auch. Ja, hauptsächlich. Hier fehlt eine Planierraupe rum. Das ist geil. Das ist geil, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht zu viel mit so kleinen Kram in Anführungsstrichen aufgehalten. Hier ist die Molkerei. Da dampft das auch raus. Vielleicht zu viel mit solchen Sachen aufgehalten und dann hier irgendwie den Kern des Ganzen ein bisschen aus den Augen gelassen. Also es hat Höhen und Tiefen. Und nicht nur landschaftlich. ja. Gut, da waren wir Viehhandel, gucken uns gleich nochmal an. Dann haben wir hier unten die Mehlfabrik und nochmal ein Getreidelager. Die Sounds sind teilweise sehr, sehr laut. Ja, ich meine, jetzt stammt mir da quasi mitten auf dem Motor drauf, okay, aber trotzdem wirkt das ein bisschen hart drüber. Auch hier, so das Gelände ist einfach dann karg. Also da sind die Sachen in der Stadt halt, haben da einen ganz großen Vorteil. Ja, hier ist der Viehhandel mit Ballenverkauf und Co. Tiere gemischt. Nee, doch nicht. Bewegen sich alle. Ich wollte gerade sagen, Pappkameraden und andere Exemplare. Entschuldigung. Das ist teilweise sehr laut. Dann haben wir hier die Ziegelproduktion und sowas, also Weiterverarbeitung von den Geschichten aus dem Steinbruch. Und hier ist der Steinbruch. Hier habt ihr Sand, hier habt ihr Steine, also ihr könnt auch schön baggern, wenn ihr da Bock drauf habt. Da fuhr auch noch eine Planierraube rum. So, ich glaube, dann sind wir auch fast rum. Hier die Molkerei haben wir gesehen. Hier war noch irgendwas, Getreideheber und Tiernahrung. Da kommen wir gar nicht hin. Doch, kommen wir hin. Oh, riesige Industriegebäude. Was ich euch noch schuldig bin, ist Ford. Ja, auch eine der Geschichten, die ihr euch runterladen müsst. So, die Paletten haben wir noch nicht. Und das ist eine große Palette. Also da habt ihr wirklich einiges, womit ihr arbeiten könnt. Umso erstaunlicher, ich meine ja, hier gerade diese Geschichte, also mit Fahrspuren oder ohne, es hat halt allerdings den gleichen Grundton. Allerdings hat er hier eben auch andere Sachen drin, womit man vielleicht dann eher so Feldwege, ne, da hätte darstellen können, dass sich das so ein bisschen mal abhebt. Aber so ist es halt alles Ton in Ton. Auch wenn die Palette eigentlich mehr hergeben würde, in der Theorie. Ne, könnte man da eigentlich was draus machen. Wie gesagt, Palette groß, Bäume könnt ihr tatsächlich noch setzen. Also sind gar nicht so viele auf der Platte. Und Pflanzen habt ihr noch mal eine etwas größere Auswahl bis hin zu Pilzen und so weiter. Jo, 1293 Slots. Ein bisschen was könnt ihr abreißen. Das waren schon mal 6 Slots.
und so weiter. Also kommt da so ein bisschen runter, wahrscheinlich so auf 1200, je nachdem, wie viel ihr in der Stadt wegnehmt, wie das denn auch immer funktioniert. Wobei, wenn ihr es mit der Kettensäge bearbeitet, dürfte es eigentlich keine Slots zurückgeben, wenn ihr es nicht verkauft. Theorie und Praxis, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man sie entfernt. Ja, das Innere der MS in Brasilien. Ja, weiß ich nicht, ein bisschen wie die sperrige Übersetzung kommt eigentlich auch die Karte daher, mit vielen Produkten zusätzlich, aber irgendwie nicht ausgereift, nicht, weiß ich nicht, fertig gemacht. Ort super, außerhalb. Solala ist nicht so schön. Aber vielleicht gefällt es euch, vielleicht habt ihr Bock auf Brasilien. Dann guckt es euch an, macht euch ein eigenes Bild. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.